Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmer und ich begrüße euch ganz herzlich bei einem neuen Let's Play. Und zwar ist es kein geringeres als Batman Arkham Knight. Ich habe mich so sehr drauf gefreut. Endlich ist es soweit. Endlich ist es draußen. Ich habe die ganzen Vorgänger gespielt. Batman Arkham Asylum. Batman Arkham City. Batman Arkham Origins. Und jetzt ist Batman Arkham Knight raus. Ich bin so gespannt. Und jetzt sehen wir den Joker. Der ja, wie wir wissen, leider tot ist. Einer unserer ärgsten Feinde, aber auch einer unserer skurrilsten und irgendwo auch lustigsten Feinde. Ja, und jetzt wird er da wahrscheinlich gerade verbrannt. Jetzt wollen wir mal einheizen. Ja, schauen wir mal. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Oh mein Gott. Und jetzt verfolgen wir mal den Prolog und ich bin erstmal ruhig. Vor 9 Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich habe den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Kriminalität ließ sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand. Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. Danke. Kein Problem. Oh, danke sehr. Und? Was darf sein? Das Übliche? Sicher. Okay, Hähnchensalat ohne Dressing. Nein, ich nehme doch Waffeln. Mit Speck. Erzählen Sie es nicht meiner Frau. Wie Sie meinen, Officer. Oh, und falls Sie mehr Kaffee wollen, rufen Sie einfach. Okay. Werde ich tun. Die nächste Bestellung. Waffeln mit Speck. So, okay. Wir sehen hier schon mal, ich bin momentan noch nicht Batman. Man lässt sie beim Essen zerstören, Officer Owens. Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier. Ich kläre das. Okay, ja, also wie wir sehen, wir sind immer noch nicht Batman. Wie wir unschwer erkennen können und das alles noch in der Ego-Perspektive. Was auch noch ungewohnt ist für die ganzen Teile. Ja, wie wir erkennen können, ist gerade anscheinend Halloween. Ja, ganz klar zu erkennen. Seat yourself, okay. Ja, aber es sieht schon ganz toll aus. Also, erstes Batman jetzt bei den Current-Gen-Konsolen, also sprich PS4 und Xbox One. Ja, sieht sehr, sehr gut aus von den Charaktermodellen. Aber jetzt gehen wir mal zu dem Typ, der rauchen soll. Von Frontiere, okay. Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Alter! Oh! Was geht denn mit dem ab? Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Apokalypse Now oder was? Verdammt. Was ist denn das? Das ist doch kein neues Resident Evil. Das ist doch eigentlich Batman.
Okay. Kann ich hier irgendwie was tun? Schießen oder so? Hier vielleicht. Oh Gott. Ah, oh mein Gott. Verdammt. Na. Komm schon. Au. 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 Ah, okay. Da ließ ich anscheinend nichts mehr machen. Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Warnung. Oh, Scarecrow. Okay. Jetzt bricht hier diese totale Apokalypse aus. Oh mein Gott. Was ist hier los? Und wo ist Batman? Batman wird so dringend benötigt. Wo bist du? Scarecrows Plan ging auf. Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Heute nicht so viele. Oh mein Gott, da ist es deine. Alter. Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste. Abschaum. Kriminelle. Und Schlimmeres. Zu wenig gute Menschen, um sie zu stoppen. Oh mein Gott. In dieser Phase brauchen wir nur einen. Und wir wissen, wen wir brauchen. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll. Ja. Oh ja, und da ist schon das Batman-Zeichen. Und da steht er. Erster Auftritt bei Batman Arkham Knight. Der dunkle Ritter. Oh mein Gott. Wow. Immer wieder Gänsehaut. Genial. So, jetzt müssen wir aber zu dem Batman-Zeichen, das Commissioner Gordon wieder in den Himmel projiziert hat. So, jetzt müssen wir erstmal aber gucken, wie das da abgeht. Okay, wie gesagt, wir haben schon einige Teile gespielt. Die Steuerung dürfte immer noch gleich sein. Ich bin echt mal gespannt, was uns natürlich hier bei diesem jetzigen Abenteuer erwartet. Es soll ja der letzte Teil sein der eigentlichen Trilogie. Normalerweise sind ja schon drei Teile rausgekommen. Wie gesagt, Arkham Asylum und Batman Arkham City und auch Batman Origins. Aber Batman Arkham Origins war kein Teil jetzt, wo Rocksteady produziert hat. Oder entwickelt hat, besser gesagt. Target 4 an Zentrale. Wir haben es hier wohl mit einer Geiselnahme an den Docks östlich der Filmstudios zu tun. Es wurden Schüsse abgegeben. Ende. Ja. Rocksteady war jetzt nur für Arkham Asylum und auch City verantwortlich und beide Teile waren richtig genial. Sogar City noch ein bisschen besser als Arkham Asylum, aber wie gesagt, beide Teile sehr, sehr gut. Bei Origin, es war kein schlechter Teil, aber irgendwie was hat sich. Ja, irgendwie hat man gemerkt, dass es halt einfach nicht dasselbe Entwicklerstudio ist. Das merkte man. Und naja, ich bin echt mal gespannt. Jetzt ist wieder Rocksteady zurück. Ja, und ich erhoffe mir einiges. Und ja, bisher die Tests von den ganzen Gaming-Zeitschriften haben ja nur Gutes verhießen. Verhießen? Ja. Naja. Jedenfalls haben wir gesagt, es ist sehr, sehr gut und jetzt sind wir auch schon da. Bei Commissioner Gordon. Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara.
Wie immer ein gelungener Auftritt. Wie läuft die Evakuierung? Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen. Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste. Es war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt. Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt. Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran. Ich kümmere mich drum. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim. Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. An alle Einheiten, 1033 im Sektor 2. Vermisster Streifenwagen, Einheit 247, vermutlich Officer am Boden. Hey, Batman. Jedes verdammte Mal. Ja, er kennt das schon. So ist halt Batman. Oracle, wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran. Wie geht's meinem Dad? Er hält durch. Irgendwie macht er das immer. Okay, ich schick dir die Position des Wagens. Sei vorsichtig. Da draußen sieht's nicht gut aus. Jo, und das war Oracle. Und Oracle ist niemand anderes als... Moment, wir gehen jetzt gerade mal hier in die Charakterbiografie. Und Oracle ist niemand anderes, hier haben wir sie, als Barbara Gordon. Und das ist die Tochter von Commissioner Gordon. Ja. Und sie ist Informationshändlerin, also praktisch. Sie ist unsere Hackerin und... ja, also sie hackt sich in jeden Computer rein und versorgt uns mit Informationen. Und das ist immer gut, so jemand in unseren Reihen zu haben. Sie ist vielleicht jetzt nicht unbedingt stark, aber sie ist unser Gehirn in manchen Operationen. Und das ist natürlich auch gut. Sie hilft uns. Und solche Freunde oder Helfer braucht Batman. Das wissen wir auch. So, und jetzt kriegen wir wieder, wie in den anderen Teilen auch angezeigt, wo wir lang müssen. Und durch die Gleiterei und natürlich wieder unserem Greifhaken kommen wir da recht schnell voran. Jetzt können wir uns gleich schon mal das angucken, was da abgeht. Aha, hier ist der Polizist. Okay, und zack, jetzt geht's gleich los. Zack, bam. Okay, Kampfsystem können wir gleich mal austesten. Und, ja, das altbewährte, sehr, sehr gut. Okay, Kontern klappt auch gut. Also momentan muss ich sagen, das geht sehr, sehr flott von der Hand. Macht auch Spaß. Schön gemacht. Okay, jetzt hat er mal einen frei gehabt, aber... wir haben sie sehr, sehr gut im Griff gehabt. Also Kampfsystem gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, jetzt gehen wir mal zu dem Polizisten. Sie sind sicher. Danke, Batman. Ich dachte, sie wird mich umbringen. Wow. Oh my God. Die Stadt wurde überrannt. Wir haben keine Chance. Bleiben Sie hier. Jemand wird Sie abholen. Was machst du da? Die Chancen ausgleichen. Ganz genau, mit L1 sorge für Chancengleichheit. Okay. Und jetzt? Ich bin echt mal gespannt, was passiert jetzt. Oh mein Gott. Genial, das Batmobil. Ich dachte, es kommt erst später in der Story, aber das jetzt schon gleich da ist. Oracle. Ich muss das Militärfahrzeug verfolgen. Ein Streifenwagen hängt dran. Ich leite die Position weiter. Ritterliche Selbstfindung. Genial. Oh, ich freue mich so. Endlich das erste Teil, wo wir das Batmobil haben. Ich freue mich so hart drauf. Hier ist Commissioner Gordon. Die Verfolgung wird abgeblasen. Es ist zu gefährlich. Sir, wir sind hier. Genial. Wir kriegen diese Bastarde. Mit einer Panzerfaust auf uns geschossen. Wer zur Hölle sind die? 5, 6,
6 sofort zu uns ziehen. Das ist ein Befehl. Überlass das Batman. Wow. Genial, also momentan geht's noch, ist alles wunderbar. Ich schließe es auf ihn. Keine Sorge, Jim. Er gehört mir. Power rutschen. Ich muss den Wagen anhalten und den Fahrer befragen. Oh. Den Arm legen. Alles klar. Ich muss den Wagen anhalten und den Fahrer befragen. Komm schon. Oh. Eieieiei. Momentan ist jetzt gerade bei mir so eine Art Reizüberflutung. Oh, verdammt. Oh, ich bin's gerade richtig fett. Erster Auftritt von Batmobile in überhaupt einem Teil von Batman. Jedenfalls was die Videospielreihe angeht. Und genial, ich freue mich so drauf. Wobei ich auch schon gelesen habe, dass von der Steuerung ein bisschen tricky sein soll. Bin echt mal gespannt. Momentan komme ich noch ganz gut klar mit, aber schauen wir mal. Wie sieht es noch in weiteren Teilen fällt. Okay, jetzt haben wir jedenfalls mal das Fahrzeug erledigt. So, okay, jetzt müssen wir zum Soldaten. Da ist er. Zack, komm her. Wo ist Scarecrow? Fahr zur Hölle. Wo ist er? Ich hab dir nichts zu sagen, Batman. Rede, oder ich werde dir alle Knochen brechen. Okay, okay. Er arbeitet von einem Penthouse in Chinatown aus. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Wenn du lügst, brech ich dir den anderen. Den anderen was? Damit sollte sich seine Frage beantwortet haben. Okay, chemische Analyse. Interessant. Oracle, sieh dir die gerade hochgeladene Analyse an. Klar. Ist es das, wonach es aussieht? Scarecrow's neues Toxin. Eine nicht kontaminierte Probe. Kein Scherz. Ich bereite eine chemische Analyse auf dem Bat-Computer vor. Was wirst du jetzt tun? Scarecrow hat in der Nähe einen Unterschlupf. Ich starte ihm einen Besuch ab. Hoffentlich ist das der Durchbruch, den wir brauchen. Das ist der Ort. Ich sollte oben im Penthouse nachsehen. Okay. Untersuche Scarecrow's Versteck. Okay, und ab wieder ins Batmobil. Yeah. So, und weiter geht's. Ach, ich find's toll. Aber wir müssen Reichweite. Hey. Also es muss. Ist quasi hier direkt, oder? Ja, anscheinend. I don't know. Ja, hier wird's mir angezeigt. Okay, steigen wir mal wieder aus. Und begeben wir uns in die Lüfte, dass wir hier einen besseren Überblick gewinnen können. Über den Dächern. Ja, zack. Hoch geht's. So. Jetzt müssten wir doch schon. Ah, ja, ja. Ah, okay, ja, da war es ja wirklich nicht weit von uns. Okay, aber wir begeben uns jetzt mal wieder über die Dächer von Gotham. 60 Meter, zack. Ja, stimmt, der hat ja gesagt, ein chinesisches Penthouse. R2 und hier echt zerschmettern. Okay, machen wir doch mal direkt. Bam. Und weiter geht es. Jawohl. Und das Kampfsystem macht echt Bock. Das ist echt genial. Zack. Bam. Es geht echt total flüssig von der Hand. Ich will es nicht übertreiben, aber mir kommt so vor, als wäre es um einiges nochmal verbessert worden. Was ja eh schon nicht schlecht war. Aber das ist echt richtig gut. Das geht richtig flott von der Hand. Und zack. Jawohl. Ach, guck mal da. Nun, das macht das Ganze ein wenig interessanter. Sir, es ist
Batman. Er ist hier. Hast du erwartet, mich zu finden, Batman? Da muss ich dich leider enttäuschen. Sieh dir die Kammer an. Ich will, dass du die Angst zu spüren bekommst. Hör zu, Batrick. Wir gehen jetzt hier raus. Schön langsam. Wenn du was Dummes versuchst, blase ich dir den Schädel weg. Bezaubernd. Aber nur einer von uns verlässt diese Zelle. Ach, guck mal da, das ist doch Poison Ivy. Ja, die weiß ich zu wehren. Bam. Es gibt nichts über natürliche Immunität. Was sie meint. Okay. Jetzt haben wir schon mal den ersten Bösewicht, der uns face to face entgegentritt. Und zwar die altehrwürdige, altbekannte Poison Ivy. Hat schon ein bisschen Schimmel angesetzt, aber immer noch irgendwo sexy. Was willst du hier? Warum hat Scarecrow dich eingesperrt? Kein Hallo. Sag schon. Und wenn ich keine Lust habe? Dann brennt jede Pflanze in Gotham. Alles begann mit dem Treffen. Welches Treffen? Alle waren da. Pinguin, Two-Face, Riddler... Sogar Harley. Scarecrow hatte angeblich einen Plan. Wir würden dich gemeinsam erledigen. Und Gotham würde dann uns gehören. Nur über meine Leiche. Genau das war wohl der Plan. Ich sagte, seine lächerlichen Spiele interessieren mich nicht. Als ich zu mir kam, war ich plötzlich eingesperrt. Wie schade, dass sein widerliches Toxin bei mir nicht wirkt. Die Natur siegt immer. Hey! So haben wir nicht gewettet. Wird es je lernen? Wirst du es je lernen, Mädel? Tada! Du kommst mit mir. Hättest nur fragen müssen. Was ist los? Oh. Los, los, los! Wir haben das Ziel, Sir. Er ist umzingelt. Keine Bewegung. Bist du sicher, dass er es ist? Bestätigt, das ist Batman. Sir, der Panzer, den Sie haben, ist unbemannt. Gut. Dachte, das würde schwer werden. Batmobil-Fernsteuerung auswählen. Okay. So, was haben wir denn hier alles? Seilwerfer. Batarang. Batarang. Ferngesteuerter Batarang. Und hier haben wir Batmobil-Fernsteuerung. Genau. Zack. Oh! Holy shit. 60 mm Geschütz. Einsatzbereit. Aufstandsbekämpfung aktiviert. Bam. Okay. Irgendwelche Fragen noch? Batman, ich habe 6 unbemannte Panzer gesichtet, die sich durch Chinatown bewegen. Die sind jeden Moment da. Yo, genau, die sind jeden Moment da. Aber die knüpfen wir uns in der nächsten Episode vor, wenn es dann wieder heißt Batman Arkham Knight. Wenn es euch gefallen hat, dass jetzt wieder mal ein neues Let's Play am Start ist, dann gebt gerne mal einen Daumen oder schreibt was in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Yo, das soll es mal wieder von mir gewesen sein. Vom Lautschmer, ich freue mich. Jetzt ist es wieder soweit. Ich ziehe mit dem dunklen Ritter um die Häuser. Das wird so genial, Leute. Ich sag's euch. Yo, das soll es mal von mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Lautschmer.